Laudetur Jesus Christus, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuschauer, bei dieser Live-Übertragung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Wir übertragen am heutigen vierten Sonntag im Jahreskreis das Angelusgebet mit Papst Franziskus. Mein Name ist Silvia Kritzenberger. Ich freue mich, Sie heute am Mikrofon begleiten zu dürfen. Mein Gruß geht an alle, die durch unsere Partnersender mit uns verbunden sind. Unsere Freunde von EWTN und KTV, Radio Horeb, Radio Gloria, Radio Maria Österreich und Radio Maria Schweiz. Und natürlich auch an alle, die über unsere Webseite, Apps und YouTube heute mit dabei sind. Wir werden in Kürze in die Bibliothek im Vatikanischen Palast zugeschaltet, wo Papst Franziskus mit uns den Engel des Herrn beten wird. Zuvor wird er eine kurze Katechese zum Evangelium des Tages halten, danach ein paar Grußworte an uns richten, vielleicht auch einen Appell. Wir wissen es nicht, worüber Papst Franziskus in seinen Grußworten sprechen will, entscheidet er nämlich immer erst kurz vorher. Ja, und nach 88 Tagen Corona-bedingter Schließung, der zweiten seit Beginn des Gesundheitsnotstands, öffnen auch die Museen des Papstes morgen am 1. Februar endlich wieder ihre Pforten. Die Vatikanischen Museen gibt es seit über 500 Jahren, aber vor Corona hat es nur die Bombardierung Roms im Sommer 1943 geschafft, die Pforten der Museen für einen noch längeren Zeitraum, 14 Monate, geschlossen zu halten. Die italienische Regierung hat ja verfügt, dass Museen und Ausstellungen in Regionen mit niedrigem Ansteckungsrisiko wieder geöffnet werden dürfen. Und ab Montag gilt das Latium mit der Hauptstadt Rom als gelbe Zone, also als eine Zone mit geringer Corona-Gefahr. 2019 haben die Vatikanischen Museen, in denen ca. 1000 Personen arbeiten, fast 7 Millionen Besucher angezogen. Damit kann nicht einmal Deutschlands Top-Attraktion Schloss Neuschwanstein mithalten. Das wird jährlich von etwa 1,5 Millionen Menschen besucht. Papst Franziskus versucht ja übrigens auch, das Motto seiner Amtszeit, eine arme Kirche für die Armen, in den Museen zu spiegeln. So lud er einmal 150 Obdachlose, ein anderes Mal 50 Häftlinge ein, die die Museen kostenlos besichtigen konnten. Ja, das Fenster im Apostolischen Palast wird schon eingeblendet, wir werden also sicher in Kürze zu Papst Franziskus zugeschaltet, der mit uns den Engel des Herrn beten wird, zuvor aber eine Katechese hält. Cari fratelli e sorelle, liebe Brüder buongiorno. Und Schwestern, guten Tag. L'odierno brano evangelico racconta una giornata tipo del mistero di Gesù. Der Evangeliumsabschnitt dieses Sonntags erzählt von einem typischen Tag im Wirken Jesu. Es ist ein Sabbat, ein Tag, der der Ruhe und dem Gebet gewidmet ist. Die Leute gingen in die Synagoge. Und in der Synagoge von Kapharnaum liest Jesus die Schriften und legt sie aus. Die Anwesenden fühlen sich von der Art und Weise, wie er spricht, angezogen. Und ihr Staunen ist groß, weil er sie wie einer lehrt, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Und Jesus stellt seine Macht auch mit Taten unter Beweis. Als sich nämlich ein Mann in der Synagoge gegen ihn erzürnt und ihn den von Gott Gesandten nennt, erkennt Jesus den unreinen Geist, von dem er besessen ist, befiehlt ihm, den Mann zu verlassen und treibt ihn aus. Hier sieht man die beiden charakteristischen Elemente im Wirken Jesu. Die Verkündigung und das Wirken als wundertätiger Heiler. Er predigt und er heilt. Diese beiden Aspekte werden in dem Bericht des Evangelisten Markus hervorgehoben. Vor allem aber in dem von der Verkündigung. Der Exorzismus wird als Bestätigung der einzigartigen Vollmacht Jesu und seiner Lehre angeführt. Jesus predigt mit eigener Vollmacht.
wie einer, der eine Lehre besitzt, die aus ihm selbst kommt, und nicht wie die Schriftgelehrten, die nur frühere Traditionen und überlieferte Gesetze wiederholen. Sie haben immer nur Worte wiederholt, Worte, Worte, nichts als Worte, wie die große italienische Sängerin Mina gesungen hat. Es waren nur Worte. Jesus dagegen hat Autorität, und das berührt das Herz. Die Lehre Jesu hat dieselbe Vollmacht wie Gott, der spricht. Ein Befehl von ihm genügt, und der Besessene ist vom Bösen befreit und geheilt. Und warum? Weil seinem Wort Folge geleistet wird, denn er ist der endgültige Prophet. Warum ist er der endgültige Prophet? Denken wir an die Verheißung des Mose. Er sagt, nach mir, nach langer, langer Zeit wird ein Prophet kommen, wie ich, der euch lehren wird. Mose kündigt Jesus an als den endgültigen Propheten. Die Lehre Jesu hat dieselbe Vollmacht wie Gott. Ein Befehl von ihm genügt, und der Besessene ist vom Bösen befreit und geheilt. Non con l'autorità umana, ma con quella divina. Er spricht nicht mit menschlicher, sondern mit göttlicher Vollmacht. Er ist der endgültige Prophet, der Sohn Gottes, der uns rettet und uns alle heilt. Der zweite Aspekt, der der Heilung zeigt, dass die Verkündigung Christi darauf abzielt, das Böse im Menschen und in der Welt zu besiegen. Sein Wort richtet sich direkt gegen die Herrschaft des Teufels. Es bringt ihn in Bedrängnis, zwingt ihn zurückzuweichen, ja, aus dieser Welt zu verschwinden. Auf den Befehl des Herrn hin wird der Besessene befreit und in einen neuen Menschen verwandelt. Und schließlich folgt die Verkündigung Jesu einer Logik, die das Gegenteil der Logik der Welt und des Bösen ist. Seine Worte erweisen sich als Umkehrung einer falschen Ordnung der Dinge. Und so ruft der Dämon, der in den Besessenen gefahren ist, als sich Jesus nähert, ja auch aus: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Diese Worte zeigen die völlige Fremdheit zwischen Jesus und dem Teufel. Sie befinden sich auf völlig verschiedenen Ebenen, haben nichts gemeinsam. Ja, der eine ist des anderen Gegenteil. Jesus hat Vollmacht, und er zieht die Menschen mit seiner Vollmacht an. Er ist der verheißene Prophet, der Sohn Gottes, der heilt. Schenken wir den Worten Jesu Gehör. Und vergesst nicht, in der Tasche immer ein kleines Evangelienbuch bei euch zu haben und während des Tages darin zu lesen, um diesem Wort Jesu zu lauschen. Wir haben ja alle Probleme, wir haben alle Sünden, spirituelle Krankheiten. Bitten wir Jesus, du bist uns verheißen worden, um uns zu heilen. Heile uns. Bitten wir Jesus um die Heilung von unseren Sünden und Übeln. Die Jungfrau Maria hat die Worte und Gesten Jesu stets in ihrem Herzen bewahrt, ist ihm mit völliger Verfügbarkeit und Treue gefolgt. Möge sie auch uns helfen, dem Herrn Gehör zu schenken und ihm nachzufolgen, damit wir in unserem Leben die Zeichen seines Heils erfahren. Et concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quaesum, Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnatione coniovimus, per passione meius ad crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna donaeis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aeterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, liebe Brüder und Schwestern, übermorgen, am 2. Februar, feiern wir das Fest der Darstellung des Herrn. Als Simeon und Anna in Jesus, den Messias, erkannt haben. Der Heilige Geist gibt auch den alten Menschen heute noch Worte der Weisheit ein. Ihre Stimme ist wertvoll, weil sie den Lobpreis Gottes singen und die Wurzeln der Völker bewahren. Sie erinnern uns daran, dass das Alter ein Geschenk ist und dass die Großeltern das Verbindungsglied zwischen den verschiedenen Generationen sind, um den jungen Menschen die Erfahrung des Lebens und des Glaubens zu vermitteln. Und wie oft werden die Großeltern vergessen? Vergessen wir diesen Reichtum nicht, der darin liegt, dass sie die Wurzel darstellen und weitergeben. Daher habe ich beschlossen, einen Tag der Großeltern und der alten Menschen auszurufen, der jedes Jahr am 4. Sonntag im Juli begangen werden wird. Zum Gedenken an die Großeltern Jesu. Es ist wichtig, dass die Enkel sich mit den Großeltern treffen und umgekehrt. Diese Begegnung ist sehr wichtig, denn die Großeltern können ihre Träume wieder aufleben lassen, wenn sie mit ihren Enkeln zusammen sind. Und die jungen Menschen können aus der Kraft der Großeltern schöpfen. Der 2. Februar ist das Fest der Begegnung der Enkel mit den Großeltern. Wir begehen heute den Weltlebratag, der vor 60 Jahren von Raoul Follero eingerichtet wurde. Ich versichere alle, die an dieser Krankheit leiden, meiner Nähe und ermutige die Arbeiter im Gesundheitsdienst, ihren Dienst weiter zu erfüllen. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, das Recht auf Gesundheit der armen Menschen zu verteidigen.
Ich rufe alle auf, dafür zu sorgen, dass diese Krankheiten bekämpft werden und die Betroffenen nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Mein herzlicher Gruß geht an die Jugendlichen der katholischen Aktion Italiens, der Diözese Rom. Riuniti in sicurezza presso le parrocchie o collegi online in occasione della carovana. Und wir sehen hier diese Jugendlichen der katholischen Aktion sind hier bei Papst Franziskus. Sie halten auch dieses Jahr wieder ihre Karawane des Friedens ab. Und diese Initiative wird immer weitergehen. Vielen Dank euch allen. Und wir hören jetzt gemeinsam die Botschaft, die diese Kinder jetzt für uns hier neben mir verlesen werden. Lieber Papst Franziskus, auch hier, auch dieses Jahr sind wir wieder zusammengekommen, um unseren Ruf nach Frieden zu äußern. Wir können unsere Freunde dieses Jahr nicht persönlich treffen, aber wir lassen uns nicht behindern und haben beschlossen, die Karawane des Friedens auf eine neue Weise zu feiern. Wir verbinden uns mit unseren Freunden an den Orten, an denen sie jeweils sind. Das Virus hat uns allen eine schlimme Zeit beschert. Wir können nicht mehr ausgehen wie sonst. Wir können uns nicht umarmen. Wir können auch den Friedensgruß nicht miteinander tauschen. Im Fernsehen hören wir von den Ansteckungen, von den Menschen, die leiden. Unsere Bekannten, die im Krankenhaus arbeiten, erzählen uns, wie wichtig es ist, sich um die Kranken zu kümmern. In diesen Monaten aber, lieber Papst Franziskus, haben wir mit unseren Eltern zu Hause gebetet und uns somit nahe gefühlt allen Menschen, die leiden. Und so waren wir auch Jesus nahe. Wir haben uns umeinander gekümmert. Denn wie du auch gesagt hast, sind wir alle in einem Boot und keiner kann sich alleine retten. Wir wollen dir erzählen, dass die Aktivitäten der katholischen Aktion in einer großen Redaktion erfolgen. Wir haben Redakteure, Fotoreporter, führen Interviews und verbreiten so die Frohbotschaft Jesu. Gerade in dieser schweren Zeit müssen wir einander stützen und helfen, wie wahre Geschwister. Wir können Handwerker des Friedens sein, indem wir uns einander annehmen. Wir haben uns gefragt, was das bedeutet, sich um einander zu kümmern. Und deswegen hat die katholische Aktion Italiens beschlossen, mehr zu tun. Wir haben zwei Initiativen ins Leben gerufen. Wir wollen auf diese Weise allen Menschen helfen, diese schwere Zeit zu überstehen und mit einem Fonds auch Familien unterstützen, die ihre Arbeit verloren haben. Der Frieden macht Schlagzeilen, ist der Slogan dieses Tages. Wir dürfen nicht vergessen, die ganze Welt im Blick zu haben in dieser schwierigen Zeit. Wir danken dir, Papst Franziskus, dass du uns führst, uns leitest auf diesem Meer im Sturm, uns im Gebet unterstützt und uns zu Hoffnungsträgern machst, damit wir wirklich alle Geschwister sein können. Papst Franziskus sagt dieser
kleine junge Mann ist sehr entschlossen. Wir beten. Wir beten für dich und hoffen, dass wir dich nächstes Jahr wieder umarmen können. Lieber Papst, lass es uns nie an deiner Liebe fehlen und hilf uns, die frohe Botschaft Jesu zu verbreiten, um allen Samen der Hoffnung bringen zu können. Diese Kinder haben normalerweise immer Luftballons mitgebracht, die wir dann vom Fenster aus fliegen ließen. Aber nächstes Jahr können wir das bestimmt wieder machen. Mein herzlicher Gruß geht an euch alle, die über die Medien zugeschaltet seid. Euch allen einen schönen Sonntag. Bitte vergesst nicht, für mich zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen. Ja, das war das Angelusgebet mit Papst Franziskus, der heute kleine Gäste zu sich in die Bibliothek geladen hat, die Jungen und Mädchen von der katholischen Aktion Italiens. Und damit endet unsere Live-Übertragung aus Rom, eine Zusammenfassung und die Ansprache des Papstes. Sowie alle weiteren Infos aus dem Vatikan und der Weltkirche finden Sie im Anschluss auf der Webseite von Vatican News und natürlich in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Ich bedanke mich bei allen, die heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon begleitet hat sie Silvia Gritzenberger. Laudetur Jesus Christus.